Yeah. Heute stelle ich euch die neuen Anacuda Wheels vor, die ich bekommen habe. Gibt es einmal in Rot auf Rot und in Weiß auf Rot. Und ich finde es eigentlich richtig cool, dass jetzt endlich ausgefräst ist. Erstmal ist ein ordentliches Gewicht weniger und ich bin ja auch ein Gewichtsfreak. Also für Leute wie mich ist das einfach perfekt, weil es jetzt noch viel geiler aussieht und man hat weniger Gewicht. Und dabei ist die Qualität gleich geblieben. Also hat sich nichts verändert, das PU ist gleich, hat das gleiche Shape wie davor und sind auch wieder 110mm Wheels und ja, ich fahre sie jetzt auch schon einen Tag an meinem Komplett-Scooter. Ich habe also hier die beiden in Rot und Weiß, habe ich jetzt zwei Stück dran. Also die Kugellager sind echt genial, wie davor auch schon, haben sich gut bewiesen. Dann fahre ich das AOS 2 Deck in Grün. Die Titan Fork von Stunt Scooter, echt richtig cool, fährt sich nochmal ein Ticken anders wie normale Forks und ist auch geil zum Foodstands machen. Dann habe ich die neue Razor Phase Tuba in Weiß, ist eigentlich was ganz Besonderes, weil die eigentlich niemand wirklich in Deutschland hat und die ist einfach perfekt mit seinen 2 Grad Backsweep. Als letztes noch die Audi Grips, meine Lieblingsgriffe und ja, das war's von mir. Just an option. Hey, hey, hey. Refuse to be forgotten. Hey, hey, hey. I took a chance with my heart. Hey.